Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ihr seht, da hängt was. Das ist schon gleich Thema dieses Videos, nämlich ich habe ein paar Neuigkeiten, die ich einfach mal loswerden wollte und mal so ein paar kleinere Dinge, die gesagt werden müssen. Und da fangen wir auch hier mit meinem Handgelenk an. Was ihr hier seht, sind zwei Paracord-Armbänder Modell, weiß nicht genau, wie die heißen, größenverstellbar, sprich man kann die hier quasi aufziehen, dann übers Handgelenk abstreifen, aber man kann sie nicht von alleine verlieren, also dass man die hier so ist super unwahrscheinlich und quasi unmöglich, und man kann sie aber auch fixieren, damit sie nicht rumbammeln, und hat dann halt hier noch diese Schnürchen hängen. Ich denke, das ist individuelle Veranlagung, ob einen das stört oder nicht. Ich persönlich finde es eigentlich ganz cool, wenn man das hier so ein bisschen einklappt und dann quasi so unter den, unter die Verknotung drunter steckt, dann bammelt der Bommel nicht ganz so in der Gegend rum, und das Ganze ist cool, gut fixiert, und man hat seine Paracord-Armbänder schön am Arm. Und eben, wie gesagt, im Gegensatz zum klassischen Paracord-Armband kann man es dann nicht verlieren. Finde ich toll, und deshalb wollte ich euch dazu mal erzählen, was mir... Jetzt habe ich es natürlich schon wieder vergessen. Leute, mein Namensgedächtnis ist eine Katastrophe. Der Nico hier Nettes zugeschrieben hat. Die sind nämlich vom Nico. Herzlichen Dank dafür. Ich würde auch meinen Hut vor dir ziehen, aber andeutungsweise muss reichen. Man hat ja seinen Stolz. Und zwar ist das einmal hier das Paracord-Armband. Dieses hier, Mad Ben. So quasi ein Typ, optisch mehr Ben-Style. Und dieses hier ist das Original Mad Max von ihm nachgebaut. Jawohl, Paracord-Armband. Und da hat er mir nämlich noch jede Menge schöne Informationen zukommen lassen, dass dieses Paracord-Armband wohl im gleichnamigen Film gelegentlich mal von Mad Max selber getragen wird, also Tom Hardy. Und jetzt muss ich mal gucken. So, nachdem ich jetzt nachgelesen habe, kann ich euch jetzt erzählen. Das ist wohl so, dass Tom Hardy sich auch gerne Paracord-Armbänder bastelt. Also Tom Hardy ist der Darsteller von Mad Max im entsprechenden Film. Wie heißt denn der? Fury Roads, richtig. Habe ich nicht gesehen. Ich gucke normalerweise solche postapokalyptischen Dinger ja immer. Da hat man mich aber gewarnt, dass der Film aus wenig Handlung und ganz viel Action besteht, beziehungsweise die Handlung quasi mit der Action mit wenig Worten implementiert wird, und ihr kennt mich, ich bin kein Mann weniger Worte. Deshalb hat mich das jetzt irgendwie nicht so gereizt. Ich werde mir den auf jeden Fall nochmal angucken, allein jetzt deswegen, weil der Hauptdarsteller hier tolle Paracord-Armbänder entsprechend trägt. Von daher vielen herzlichen Dank für den Hinweis, noch viel mehr herzlichen Dank natürlich für die Bänder. Finde ich toll. Dieses Mad Max Original hier, das ist auch eine Farbe, die ich nicht besitze. Das ergänzt also quasi meinen Vorrat an Paracord-Armbändern ganz wunderbar. Und das Modell Ben ist natürlich auch toll. Insbesondere, da ich meine Hutfarbe gewechselt habe. Dazu später mehr. Ja, cool. Nee, doch. Also da bin ich ziemlich begeistert. Ja, Vor- und Nachteile von diesem Ding. Man kann sie eben nicht verlieren. Als Nachteil, er hat gemeint, die finde ich selber heraus, weitere Vor- und Nachteile, empfinde ich halt schon dieses Gebammel hier. Da kann man halt dann hängen bleiben. Das ist irgendwie im Weg, wenn man irgendwelche feinmotorischen Dinge macht, dann dieses Gebammel da. Vielleicht gewöhnt man sich da mit der Zeit auch dran. Ich arbeite dran, und gut, man kann sie ja, wie gesagt, auch einklappen. Und das hält eigentlich ganz gut, also solange man dann jetzt nicht in irgendwelchen Keksdosen rumfischt mit den eingeklappten Schnürchen, würde ich sagen, hält das wirklich sehr, sehr gut. Und ja, weitere Vor- und Nachteile fallen mir jetzt zu dieser Form der Wicklung nicht ein. Was halt natürlich nochmal schön ist, man kann die Dinger dann auch jemandem mal provisorisch andrehen, der ein anderes Handgelenk hat. Die passen dem dann, also sofern es ein weiteres Handgelenk ist, passen die dem dann ja auch einigermaßen. Dann muss man sie halt nur so halber festziehen und so weiter. Also finde ich echt cool, diese Form des Paracord-Armbands. Jetzt würde mich nur noch interessieren, hat Tom Hardy das dann erfunden oder hat er das auch nur irgendwo her? Naja. Bei dem sieht es besser aus. Gut, aber der hat auch Unterarme wie andere Leute Oberschenkel, also. Gut,
Also das war das. Nochmal vielen herzlichen Dank. So, dann wollte ich nochmal Dankeschön sagen für alle, die bei der Männer im Wald Tour Nummer 2 dabei waren. Das hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Ich bin nach wie vor, das war ich beim ersten Mal ja auch schon, unglaublich begeistert, wie toll das funktioniert bei uns im Outdoor-Genre, wenn man das so zusammenfassen darf, dass man sagt, ja, man kommt zur Tour und selbstverständlich kommen dann auch alle ohne Wenn und Aber und das auch bei Mistwetter. Der Wetterbericht hat ja noch Schlimmeres verheißen lassen, als wir letztendlich dann gehabt haben. Besonders prickelnd war es zwar auch nicht. Ich wollte ein paar Worte, kleines bisschen für diejenigen, die nicht dabei waren, berichten und alles vorweg. Ich habe überhaupt nichts gefilmt, weil die Tage vorher, die ich quasi in der Heide unterwegs war, hatte ich Urlaub. Und das war schon mal das Problem. Da war ich ja in Schottland und hatte auch wenig Filmmaterial damit zurückgebracht, weil wenn ich Urlaub habe und insbesondere wenn ich noch irgendwelche anderen Menschen dabei habe, dann habe ich nicht so Bock zu filmen und dementsprechend gibt es dann wenig bis gar kein Material. Ich habe es mal ursprünglich vorgehabt, dass ich ja was filme, zumindest meine Tour-Vorbereitung bzw. mein privates Solo in der Heide rumschleichen. Ich war da insgesamt, wie lange war ich oben? Lasst mal denken, von Dienstag bis Sonntag. Samstag auf Sonntag war dann eben Tour und die anderen Tage habe ich da quasi selber die Gegend erkundet und ja, dazu gibt es nicht allzu viel zu berichten, außer dass das natürlich toll gewesen ist und ich von der Lüneburger Heide sehr begeistert bin. Ist alles sehr interessant, alles ein wenig kontrovers, ob jetzt so eine Heidefläche, die man gegen den Willen der Natur, wenn man es esoterisch ausdrücken möchte, erhält, ob das Sinn macht. Da kann man richtig schön viel diskutieren und das ist wirklich ein spannendes Thema. Und ich habe ja selber noch nicht hundertprozentig eine eigene Meinung dazu, wenn ich jetzt wirklich die Frage mit Ja erhalten oder Nein nicht erhalten beantworten müsste. Das ist natürlich wunderschön, die Landschaft, und so gesehen würde es mir schon wehtun, wenn die weg wäre, aber andererseits ist halt die natürliche Sukzession Richtung Wald und das Ganze ist eine Kulturlandschaft. Aber ja, das habe ich denjenigen, die dabei waren, auch ausführlicher erzählt und der Rest muss warten, bis ich mal ein ähnliches Video zu einer ähnlichen Thematik in einer, sagen wir mal, ähnlichen Landschaft, wobei die Lüneburger Heide einzigartig ist und mit nichts anderem zu vergleichen, vor allem schon wegen ihren Ausmaßen und wegen ihrer Art der Nutzung. Aber in einer ähnlichen Landschaft mache ich mal ein Video zu einer ähnlichen Thematik. Ja, dann nochmal vielen herzlichen Dank eben fürs Mitkommen. Was haben wir gemacht so tourtechnisch? Wir haben uns getroffen. Wir sind relativ weit gelaufen. Wir haben aufgrund des Wetters nicht so viele Bushcraft-Experimente oder ja, outdoor-technische Experimente und Ähnliches gemacht. Da hätte ich ein bisschen mehr machen wollen. Also auch persönlich hatte ich keine Lust. Wenn das Wetter besser gewesen wäre, so mit dem miesen Wetter, das war dann eigentlich, glaube ich, so ganz okay, wie es gewesen ist. Haben uns dann einen schönen Lagerplatz gebaut und übernachtet und entsprechend am nächsten Tag wieder relativ weit zurückgelaufen. Also ich denke, das war schon recht anspruchsvoll, so von den Kilometern her. Das war mir ja vorher klar. Aber dann doch wieder bei mehr Gepäck zusammengekommen ist, als man das ursprünglich erwartet hat. Nicht nur bei mir, auch bei diversen anderen. Und wir diesmal zwar keinen Stein dabei hatten, dafür aber eine 6 Kilo Petromax Lampe mit Kiste. Ich meine, es wären 6 Kilo gewesen. Das war eigentlich auch so gesehen dann ganz cool, weil das dann doch noch ein wenig das Ding zwischendurch den Besitzer gewechselt hat. Und ich fand's lustig und ich habe für mein weiteres Leben gelernt, wenn dich ein junger Kollege fragt, ob er seine Petromax mitbringen soll, dann sag nicht, ja klar, bring mit, können wir brauchen, sondern sag, im Prinzip könnten wir sie brauchen, im Prinzip wäre es ganz lustig, wenn du sie mitbringst, aber denk da nochmal wirklich drüber nach, ob du sie schleppen willst. Dann habe ich mich eher so abgesichert, weil so habe ich jetzt schon ein bisschen das Gefühl, dass ich ein wenig mitschuld an diesem saumäßig schweren Teil gewesen bin. Aber die war cool. Also das ist ein prima Lagerfeuerersatz, wenn man ein solches nicht machen möchte oder nicht machen darf, kann man sich quasi als Gruppe um diesen Leuchtturm, kann man schon sagen, formieren und das ist eine ganz coole Idee. So, jetzt werdet ihr natürlich genervt sein, weil es kein Bildmaterial zu dieser Tour gibt.
Doch, gibt es, weil ich war ja nicht alleine. Und ich verlinke euch da diesbezüglich mal die beiden hervorragenden Videos vom Marc und vom Christian zur Tour. Wenn ihr euch die angeguckt habt, habt ihr viel bessere Aufnahmen, als ich die jemals machen würde. Ich bin da ja eher jetzt so ein bisschen stümperisch unterwegs, was die Filmerei angeht. Also wirklich tippitoppi. Ganz, 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 ganz großartig. Ich habe mir noch nicht getraut, bei euch jeweils einen Kommentar zu hinterlassen. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe. Ich werde da jetzt schon noch mal was drunter schreiben. Weil mir fehlen einfach, ich habe da echt Schwierigkeiten, irgendwelche passenden Worte dazu zu finden. Ich mache das zu selten, dass ich andere Leute Videos kommentiere. Ich bin eigentlich ziemlich ausgelastet damit, auf Kommentare, die bei mir irgendwo drunter stehen, zu antworten. Also ich war ziemlich baff, als ich das gesehen habe bei euch beiden, und da wusste ich erstmal gar nicht, boah, toll, das sieht ja richtig lustig aus, da würde ich gerne mitgehen. Bis mir dann klar geworden ist, ja offensichtlich war ich da irgendwie dabei, besonders beim Christian sieht man es ziemlich eindeutig, dass ich da offensichtlich in irgendeiner Form beteiligt gewesen bin. Also echt super toll. Gerade das Video von Christian, das ist ja quasi ein Werbevideo für uns, würde ich jetzt zusammenfassen wollen. Also das ist ja echt super. Also wenn ich jetzt irgendjemandem mal erklären möchte, was ich eigentlich treibe mit meinem YouTube-Kanal, beziehungsweise was ich mache, wenn ich im Wald unterwegs bin und ein paar Leute dabei habe und so weiter, dann werde ich in Zukunft dein Video quasi als Referenz nehmen und das dann empfehlen. Die mögen sich das doch bitte angucken, wenn sie wissen wollen, was unser Eins so treibt im Wald. Also da bin ich wirklich richtig, richtig begeistert. Und auch bei euch beiden, also tolle Aufnahmen, wirklich tippitoppi. Da bereue ich überhaupt nicht, dass ich selber gar nichts gefilmt habe. Das wäre nur ein billiger Abklatsch in Anführungszeichen gewesen. Und zweiter Grund, weshalb ich übrigens nichts gefilmt habe für den Rest, dass die das auch wissen. Es ist halt so, wenn man mit Leuten unterwegs ist und dann hat man endlich mal jemanden zum Quatschen im Wald und muss mal nicht dauernd einen Monolog mit der Kamera führen. Da hat man dann einfach keine Lust zwischendrin, dann doch noch einen Monolog mit der Kamera zu führen. Und ich habe auch keinen Bock, dann irgendwie die ganze Zeit irgendwie das Deppenzepter hochzuhalten, um da möglichst alles mitzufilmen, was da so nebenher stattfindet. Ich möchte mich da schon wirklich ganz um diejenigen, die dann wirklich anwesend sind, auch kümmern. Solltet ihr mal mitgehen auf eine Tour, gibt es garantiert noch diverse davon, dann wisst ihr das hoffentlich auch zu schätzen. Und es ist mir jetzt sicherlich keiner böse, dass ich da entsprechend jetzt nichts gefilmt habe, denke ich mal. Also nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für alle, die dabei waren, fürs Mitkommen. Das war toll, war richtig, richtig, richtig lustig. Und da hat sich auch die Fahrt nach Norden sehr wohl sehr für mich gelohnt. Und wer mir noch ein kleines Präsentchen in die Hand gedrückt hat, auch dafür nochmal herzlichen Dank. Das sind alles Dinge, die ich super gebrauchen kann. Zum Teil schon aufgegessen oder ausgetrunken habe. Aber vielen herzlichen Dank nochmal. So, was wollte ich denn noch sagen? Kleine Vorschau für die nächsten größeren Videothemen wollte ich euch mal geben, wenn ich hier schon so am Quatschen bin. Nächsten größeren Themen eben. Ich wollte eigentlich ein kleines Video zu Frühjahrsblühern machen, aber guckt mal. Ihr seht hier so waldtechnisch, ne? Blühen tut hier noch überhaupt nichts. Ich war jetzt mal wieder ein paar Tage nicht im Wald und habe gedacht, so, jetzt warst du ein paar Tage nicht im Wald. Jetzt muss hier ja garantiert alles wahnsinnig voll sein mit allen möglichen blühenden Dingen, die jetzt im Laufe der Zeit rausgekommen sind. Ja, Pustekuchen, nichts ist. Also zumindest nicht hier oben am Berg. Man könnte es nochmal 100 Höhenmeter tiefer versuchen. Oder 150. Auf wie viel bin ich hier eigentlich? Ich glaube, so irgendwas um die 170 sollte ich sein. Viel tiefer komme ich da eigentlich nicht mehr. Wir sind hier ja nicht in der Lüneburger Heide, wo du mit 174 Metern schon auf dem höchsten Berg weit und breit steht. Das war echt cool. Also dieser Wilsitter Berg, wem das was sagt, wer aus der Region kommt oder da mal hin möchte, das Teil hat irgendwie was. Das ist, wie gesagt, die größte natürliche Erhebung weit und breit und ist 174 Meter hoch. Es gibt zwei Enden, wo man hochlaufen kann. Es gibt einen sehr langgezogenen Anstieg, wo du gar kaum merkst, dass du bergauf gehst. Da habe ich quasi diesen Berg ausgelacht. Man kann aber auch von der anderen Richtung kommen. Da geht es dann, für sagen wir mal 10 Meter so steil hoch, dass man das Gefühl hat, man würde auf einen Berg steigen. Nur ist er halt eben niedrig. Jo, und jetzt musste ich einen kleinen Schnitt machen, weil ich jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere und dann gibt es wieder ein ewig langes Labervideo. Das wollen wir ja jetzt nicht.
Vorschau für die nächsten 2 Wochen mit, vielleicht schaffe ich es auch erst in 3 Wochen und mache zwischendrin nochmal was anderes, das weiß ich nicht. Aber 2 größere Themen sind jetzt die nächsten Dinge, die drankommen werden, nämlich einmal Bodenkunde und einmal so das deutsche Jagdsystem. Also so grundsätzliches, ich würde das Video wahrscheinlich die Jagd für Nichtjäger nennen. Ist dann nicht besonders spezifisch und ich werde auch jetzt nicht auf irgendwelche kritischen Kleinigkeiten und Dinge eingehen, von denen ich dann selber wenig Ahnung habe. Ich würde nur mal so grundsätzlich erklären, was es denn mit der Jagd so grundsätzlich auf sich hat und wie das so ganz grob funktioniert, das Jagdsystem in Deutschland eben. Und zwar, das wird dann werden zwei thematisch zwei Teile, die jeweils wahrscheinlich 2 Videos sind, weil zu lang, aber das weiß ich noch nicht, das werden wir dann sehen. Aber zumindest thematisch werden es 2 Teile. Einmal eben die Jagd aus Sicht des deutschen Jagdverbandes, also sozusagen die traditionelle Jagd, die man schon seit ja, circa 50 Jahren ungefähr genauso mit wenig, ohne das jetzt abwertend zu meinen, mit wenig Änderungen durchführt. Ist ja an sich ja ganz schön, wenn irgendwas sich nicht groß verändert. Finde ich als traditionsverwurzelte Person eigentlich sehr toll. Und dann gibt es noch die ja modernere sogenannte ökologische Jagd. Das sogenannte sage ich jetzt dazu, um die anderen nicht zu ärgern. Nach Sicht des ökologischen Jagdverbandes, den es noch nicht so lange gibt. Ich glaube, wann haben die sich gegründet? 95, 94 oder erst 2000 oder 99? Ich weiß es gerade wirklich überhaupt nicht. Schreibt es euch hier unten hin, damit da keine Verwirrung aufkommt. Jedenfalls, die gibt es noch nicht so lange und die haben zum Teil ziemlich, sagen wir mal, radikal andere Ansichten als der deutsche Jagdverband. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass der eine oder der andere recht hat. Ich möchte euch nur jeweils die jeweiligen Positionen erklären. Und ich mache das in 2 extra Videos, damit ich da halt nicht mich in dem Konflikt total verliere und erkläre, jetzt will der eine das und der andere will das und die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte, sondern, also das ist grundsätzlich ja immer so, dass die Wahrheit meiner Meinung nach in 2 Parteien so richtig auf der Seite und so richtig auf der Seite stehen, liegt die Wahrheit immer irgendwo in diesem Bereich hier, meiner Meinung nach. Zumindest wenn es sich um 2 qualifizierte Parteien handelt, was im Fall der Jagd ja durchaus der Fall ist, würde ich sagen. Ja, also quasi als ich vertrete vehement die eine Position Video und dann ein hinterher ich vertrete vehement die andere Position Video. So habe ich das ungefähr geplant. Und zur Bodenkunde muss man nochmal sagen, das wird natürlich wieder was sein für die sehr Interessierten unter euch. Ich habe mal irgendein Video so genannt, Waldwissen für sehr Interessierte. Das ist natürlich ein trockenes Thema und da müssen noch ein paar chemische und naturwissenschaftliche Grundlagen angesprochen werden. Ja, das hilft halt alles nichts. Also wenn ich jetzt schon die Bodenkunde erklären soll, dann muss ich das auch ein bisschen ausführlicher machen. Sonst versteht man auch die Zusammenhänge nicht, wenn man nicht die Grundlagen zumindest mal begriffen hat. Und dann kann man da auch nochmal in einem späteren Teil dann überhaupt mal klären, was für eine Bedeutung die Bodenkunde global, also der Boden natürlich, nicht die Bodenkunde, die Wissenschaft vom Boden nicht, aber der Boden als solcher, was für eine Bedeutung der global eigentlich für die Welternährung zum Beispiel, ja keine kleine unwichtige Angelegenheit tatsächlich hat und das, auch wenn ich den Boden gerne liebevoll als Dreck bezeichne, er diese Bezeichnung hinten und vorne gar nicht verdient hat, weshalb ein Bodenkundler einen auch gerne überhaupt nicht mag, wenn man es wagt, Boden als Dreck zu bezeichnen und schon gar nicht als den letzten Dreck. Es gibt irgendein Buch, ich glaube, das heißt Dreck, das auch sehr gut die Bodenkunde quasi für den Laien erklärt. Ich habe es leider nie gelesen, es steht noch auf meiner To-Read-Liste, aber meine To-Read-Liste ist leider ziemlich lang. Ach ja, und dann hatte ich noch mal irgendwann vor, mal ein Buch von Peter Wohleben zu lesen und euch dann mal zu erzählen, was da so drin steht, beziehungsweise was ich davon halte, also so ein bisschen buchbesprechungsmäßig, das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Ich habe jetzt so ein Buch, ich bin absolut noch nicht dazu gekommen, da nennenswert drin zu lesen, vielleicht ergibt sich das ja auch noch im Laufe der nächsten 2 oder 3 Wochen. Und dann abschließend, ich habe mir jetzt meine Kanalstatistik in letzter Zeit nicht angeguckt, aber jedes Mal, wenn ich mal die Muße finde, beziehungsweise mich traue, auf meine Abonnentenzahlen zu schauen, fällt mir immer wieder mal ein wenig die Kinnlade runter. Es wird ja jetzt tatsächlich sehr, sehr viel. Davon bin ich
beängstigt bis begeistert, ungefähr jeweils 50-50. Damit hatte ich jetzt echt nicht gerechnet, dass das jetzt so schnell dann doch so viele werden. Also mit, sagen wir mal, jetzt sind wir mal realistisch, die 4000-Abo-Marke ist ziemlich nah. Und ja, das hatte ich jetzt so schnell nicht erwartet, wenn ich das überhaupt erwartet hätte. Also so als, am Anfang waren so meine Ambitionen, wenn ich jemals die 2000-3000 erreiche, dann bin ich schon glücklich und zufrieden. Und jeweils hatte ich irgendwie so an 5 Jahre oder irgend sowas gedacht, dass das wirklich langsam geht. Und inzwischen, ja, pro Woche sind es fast 100 neue jedes Mal. Oder teilweise sogar über 100 neue, so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe mir die Statistik nicht genau angeguckt, das ist großartig. Herzliches Willkommen und herzlichen Dank an alle Neuzugänge. Freut mich sehr, dass ihr jetzt auch dabei seid. Das hat jetzt für alle den Nachteil, dass meine Antworten auf Kommentare zum Teil kürzer sind, als ich gerne möchte. Gerade wenn es so ein bisschen kritisch nachgefragt ist oder irgendjemand irgendeine interessante Verschwörungstheorie zum Klimawandel aufstellt zum Beispiel. Da würde ich tendenziell gerne mehr drunter schreiben. Vielleicht fühlt sich jetzt der ein oder andere angesprochen. Aber dafür fehlt mir echt die Zeit, weil da kann man ewig diskutieren. Und ja, im Übrigen möchte ich es nochmal dazu sagen, weil mir das, glaube ich, in Zukunft viel Arbeit erspart, wenn ich es jetzt einmal sage. Wenn ihr mit irgendwelchen Verschwörungstheorien, die von der standardwissenschaftlichen Meinung abweichen, kommt, könnt ihr sicher sein, dass ich in 99,7% der Fälle ohnehin nicht eurer Meinung bin. Und das Gefühl habe, ich könnte all den Quatsch, aus meiner Sicht, nehmt es nicht persönlich, ja, es ist überhaupt nicht böse gemeint, aus meiner Sicht all den Quatsch, den ihr da so schreibt, könnte ich ja in der Luft zerreißen und mit Argumenten auseinandernehmen. Mir fehlt allerdings dafür die Zeit und ich würde das gerne mit euch diskutieren. Aber das ist absolut unmöglich im Rahmen eines YouTube-Kommentars und dann extra Video zu einem so einem kritischen Kommentar machen. Könnte ich vielleicht einmal irgendwann mal tun, möglicherweise, aber habe ich auch jetzt keine so große Lust zu. Ich bin nun mal Naturwissenschaftler von der Ausbildung her. Ich werde das auch bleiben. Ich werde jetzt nicht anfangen, zum Ethnobotaniker, fieser Seitenhieb, zu mutieren oder irgendwelche Waldesoterik-Theorien oder Ähnliches aufzustellen. Ja, und so Dinge wie den Treibhauseffekt zu leugnen, ist absoluter Schwachsinn, naturwissenschaftlich gesehen. Selbstverständlich gibt es den. Man kann sich jetzt vielleicht noch streiten. Vielleicht, auch wenn er mittlerweile wirklich international absolut akzeptiert und als real angenommen ist, dass der Klimawandel menschlich verstärkt wurde, also anthropogen verstärkter Klimawandel. Ob das jetzt nun wirklich so ist oder nicht, da kann man sich vielleicht noch streiten. Vielleicht gibt es da halbwegs brauchbare Gegenargumente, auch wenn ich bisher noch keins gehört habe. Was allerdings völliger Schwachsinn ist, ist, wenn man am Treibhauseffekt an sich zweifelt. Den gibt es. Daran zweifelt auch niemand, der halbwegs seriös irgendwie versuchen möchte, hier den Klimawandel zu leugnen. Den anthropogen verstärkten Klimawandel. In diesem Zusammenhang eine kurze Begriffserklärung. Der Klimawandel, wenn er heutzutage genannt wird, meint den anthropogen verstärkten Klimawandel durch menschlichen Einfluss. Einen Klimawandel gab es schon, seit es ein Klima auf dem Planeten gibt. Das wandelt sich ständig. Das ist ja auch so das Hauptargument der Gegner des anthropogen verstärkten Klimawandels. Aber den hatten wir ja schon immer, den Klimawandel. Und was ich da relativ häufig lesen muss, ist, ja, aber wenn wir den schon immer hatten, ja, warum ist denn das jetzt auf einmal schlimm? Weil es halt viel schneller abläuft, als das jemals in der Erdgeschichte, soweit wir es nachweisen können, der Fall war. Ja, dann möchte ich zum Schluss noch einmal feststellen, dass ich das, glaube ich, alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Ohnehin schon wieder viel zu viel. Und nochmal unbedingt auf die beiden Videos vom Marc und vom Christian verweisen, die ich jetzt nochmal irgendwo verlinke, dass ihr euch diese doch bitte nochmal anschauen mögt. Euch entgeht was, wenn ihr es nicht macht. Seid ihr selber schuld. Habt ihr Pech gehabt. So. Und dann wünsche ich euch in diesem Zusammenhang einen schönen Mittag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.